Privet! Heute ein neues Video von Milo. Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute mit drei Special Guests. Einmal zur Rechten mein Freund Dennis und einmal zur Linken meine Lieblingsschwester Katrin, es gibt aber auch nur eine. Und dann hier noch unseren Hund Milo. Aber du wirst gleich runtergehen, oder? Nein, der bleibt bei uns. Bleibt bei uns. Auf jeden Fall gibt es heute ein Wer kennt mich eher Fragevideo. Und ich dachte mir, die zwei sind schon sehr lange in meinem Leben. Und da wäre es mal an der Zeit zu schauen, wer mich von den beiden besser kennt. Das wäre wohl ich, oder? Das werden wir noch sehen. Also ich glaube, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, denn Katrin kenne ich seit meiner Geburt. Nee. Ich kenne sie seit ihrer Geburt. Und Dennis kenne ich seit fast 9 Jahren. Genau. Jetzt würde ich sagen, wir starten mit dem Video und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Let's go. Let's go. Hier sind die Fragen übrigens. Wo sind die Antworten? Die Antworten kommen auf eure Zettel. Ach, ja, jeder bekommt einen Stift. Ich habe keine. Soll ich dich hinschreiben oder was? Ja, sonst bescheißt du. Nee. Was für Bescheiße? Nie. Was soll ich bescheißen? Nie. Ja, zum Beispiel. Sag ich jetzt blau, du sagst grün und sie sieht, oh, Dennis hat schon viele Punkte, dann sagt sie, ja, hat er recht gehabt. Nee, das ist dumm. Yeah, okay, dann lass deine Antworten geben. Okay, meine erste Frage lautet. Allein ist die Frage. Was wird das sein? Wie heißt der Junge, in den ich das erste Mal verknallt war? Ja, schreibt auf. Ja, toll. Mit Nachname oder nicht? Nein, ohne Nachname, das ist gemein. Okay, jetzt lest vor. Du Erste. Joel. Rick. Nein, nein, stopp! Ich muss noch mal. Was denn? Ja, ich habe so viele Jungs in meinem Leben. Waren beide falsch. Ja. Nein, ich hab's neu. Was sagst du? Dann schreib dir auch mal noch was auf. Ich sag Kevin. Kevin, stimmt! Wollte ich auch noch schreiben. Ich weiß sogar den Nachnamen. Ah, geil, das da gibt's mir zweite Chance gibt's gar nicht. 1:0. Die nächste Frage. Von anderen Männern würde ich nichts wissen, gell? Wie alt war ich da circa? Oha. Also sag einfach so ungefähr. Was guckst du? Dann ist das schon abgucken. Okay. Katrin verbessert wieder. Nein! Nein, mach ich nicht. Okay. Hinlegen. 1, 2, 3. Zwölf und elf. Leute, ihr unterschätzt mich. Sieben? Ja! Also ich bin näher dran, Punkt für mich. Ich war ohne mit sieben. Ich glaube, das war der erste oder zweite Klasse. Oha, da hab ich noch gar nicht an Jungs gedacht. Doch, ich schon. Also 1-1. Okay, 1-1. 1-1. Wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen würde, welches wäre es? Macht ja richtig Spaß. Ich bin erster. Ich hab schon aber davor. Aber ihr beide recht, kriegen beide Punkt. Ich würde mir eine Palme stechen lassen für meine Familie Palme. Also, denn für uns. Nein, Dennis geht auch schon zu der Familie. Ich kann dich auch wegsetzen, also. Hallo, Milo. Was wollte ich früher immer mal werden? Komm. Schatz, schreib. Was wollte ich früher immer mal werden? Schreib einfach die auf. Schreib einfach die auf, die ihr denkt. Waren wirklich mehrere Sachen. Oh Gott, eigentlich weiß ich das, aber irgendwie habe ich es jetzt vergessen. Das ist falsch. Hast du nur eins? Ja. Achso, mehrere Sachen. Kannst du auch mehrere, wenn du das. Weil es waren mehrere Sachen eigentlich. Milo, weißt du auch was über deine Mami? Wolltest du nicht auch mal den? Okay, fangt an. Ja. Also einmal Polizistin und einmal Friseur. Gell, das stimmt nicht. Nein. Ich hab schon safe gewonnen, Alter. Also Säuglingsschwester? Hast du doch extra Dings gemacht. Praktikum. Praktikum. Doch. Nein, das ist so, meine Mama hat gesagt, dass ich soll mich nicht bewerben. Und Victoria's Secret Model, ja, stimmt. Okay, Victoria's Secret Model stimmt, aber allgemein Model wollte ich werden. Bravissimo. Säuglingsgeschwister. Polizistin und Friseur. Hey, und Polizistin war mal dabei. Ja, das war vor 3 Jahren. Ja, ja, man, du hast gesagt, das war mehr. Dazu gibt es aber noch eine Real-Life-Story, Alter. Alter. Okay, ja, aber Polizistin als Gangsterin. Gangsterin, das wollte ich auch mal werden. Okay, was steht jetzt? Wie steht's jetzt? Ich hab wieder gewonnen.
Ja, aber wie steht's denn jetzt? Steht's. Egal, für mich 1-1. Ich bin 1-1. 1-1, dann war 2-2. Jetzt steht 3-2 für mich. Okay. Du bist hier wohl Gas geben, hey. Okay, next. Was ist meine Lieblingssüßigkeit? Oh, blöd. Da gibt's voll viele, das ist eigentlich auch mal. Ja, reicht eins. Ja. Okay, lest vor. Also Gummibärchen. Ja, alle verschiedene Gummibärchen. Ja, meine Punkt. Ich liebe Gummibärchen. 4-3. Was? Für mich. Achso. Von 3-2, jeder einen Punkt, 4-3. Katrin, beeil dich. Ich bin auf deiner Seite. Das habe ich gut. Milo ist bei mir. Katrin braucht Schatz hier vom Bild. Ja. Okay. Welcher Film ist mein Lieblingsfilm? Also Dennis müsste es wissen, schon ein bisschen unfair. Du weißt es wirklich nicht. Mit dir, Katrin schläft immer ein, bevor man überhaupt über Filme sprechen kann. Warte mal, sag mir mal kurz, wie der Film heißt, den ich meine mit Schwester. Nein, du darfst nicht sagen. Da. Welchen meinst du? Die mit der Schwester, wo Krebs hatte. Ah ja, um das Leben meiner Schwester heißt er. War wie? Um das Leben meiner Schwester. Nein, so heißt er nicht. Doch. Doch. Dann ist es falsch. Also, okay, lest mal vor. Also. Dennis, ich weiß es. Nein. So viele Chancen gibt es nicht, das ist unfair. Na, ich habe schon geschrieben gehabt, ich hatte nur das erste nicht. Okay, also ich habe um das Leben meiner Schwester. Und ich hab schon gewonnen! Zeig mal, da steht nur um das Leben meiner Schwester. Die, komm mal, die liegt! Gar nicht, warum liegst du so? Also ich habe hier zwei Titel drauf und das wäre einmal Inception. Falsch. Und Shutter Island. Falsch! Die Verblendung! Ja, bei Inception schon. Aber Verblendung, wo ich auch so gerne geschaut habe. Nee. Warte, welcher war das? Welcher war das? Ist das dein Ernst jetzt? Ja. Aber du weißt ganz genau, was Verblendung. Du weißt ganz schlecht. Also beide kein Punkt. Immer noch 4-3 für mich. Aber alle Filme mag ich außer Shutter Island, Schatz, du bist richtig falsch. Oh je, Botte. Kenn ich gar nicht den Film. Okay, vielleicht bin ich schon wieder eingeschlafen. Auf. Wo war ich dieses Jahr überall? Oha. Ah, ich weiß es. Alles aufschreiben. Oh, bla. Also Ausland oder auch Inland? Auch Inland. Oh. Ja, okay. Ne, okay, Ausland. München, gell? Ausland, ja. Aber. Also Stadt und Land, natürlich, gell? Mhm. Ist echt egal, Schatz. Ah, ne, entweder oder. Da bin ich echt schlecht drin, gell? Weiß nicht, wo ich mal war. Seid jetzt ruhig. Keine Tipps und Informationen. Keine Tipps und Informationen. Im Reisebüro. Jetzt bin ich mal gespannt. Es läuft noch meine Kamera. Milo, du bist ja mit da drin. Super. Bist du mein Papa? Ja. Feiner. Du willst da drin trauen, gell? Ja. Warte, nicht an meinem Stift. Warte, dieses Jahr in Dubai, ja, gell? Nee, letztes Jahr. Das war letztes Jahr. Also haben wir alles. Habt ihr alles? Mann, ich hab was vergessen. Ich will jetzt gerade auch. Also sag mal. Nicht. Also, ja. Sag mal. Katrin zählt auf. Also New York, ja. Also Amerika, auch. Türkei, ja. London, ja. Hast du was vergessen? Du hast 3, gell? Ja. Ich habe auch 3, aber ich habe 2. Ne, ich habe noch Paris. Also, ist halt immer richtig schlecht. Also, ich war Paris. Paris sogar zweimal. Dann war ich zweimal hinschreiben, oder? Dann war ich in New York, dann war ich in Kalifornien. Das ist auch Amerika, wie schon. Aber nicht New York, USA. Schatz, das habe ich schon vergessen. Und du hast auch vergessen. Nee, Kalifornien. Aber Türkei hat sie dazu geschrieben und ich habe Paris dazu. Also wieder drei richtige. Drei beide richtige, keins. Beide kein Punkt, bleibt bei 4-3 für mich. Also das ist schlecht. Ist halt wirklich schlecht. Du als mein Freund sollst eigentlich nicht so gut. Du bist jede Woche die ganze Zeit weg. Gar ich bin immer hier alleine und muss selber kochen und so. Und dann kommst du mir so, oder was? Nein, geh weg. Ich darf doch lesen, ist doch egal. Welchen Sport habe ich am liebsten als Kind ausgeführt? Ja, da habt ihr recht, beide. Tanzen und Funkenmariechen. Funkenmariechen stimmt. Funkenmariechen, ja. Gut. Für jeden ein Punkt. Okay, die nächste Frage lautet. Wie alt war ich, als ich in der Bäckerei geschafft habe? Darf man 2? Nee, darf man nicht. Doch. Du hast dein Geburtstag gehabt. Oh, da soll ich mal rechnen. Ach, stimmt. Aber ich war
Ja, okay, 17 oder 18. Du? 16, 17. Falsch. Also, das ist scheiße, sagt eine Zahl. Sagt eine Zahl, 17. 17. Das ist schlecht, ne? Ja, aber ich sag auch 17. Also ich war 17, als ich in der Bäckerei war. Also Punkt für mich eindeutig. Und für mich auch? Nein. Ja, ihr seid beide so. Okay. Was war meine Mathe-Note in der Abschlussklasse Realschule? Auf jeden Fall schlecht. Nein, so schlecht war es nicht. Ich weiß es. Ja, im Zeugnis oder? Im Abschlusszeugnis. Also, 3. Warum sagst du es laut? Ja, 3, ey, das ist scheiße. Da bin ich mir sicher. Du wusstest nicht. Doch. Wusstest du? Ich war mir nicht viel gedacht. Nein, ja. Ich war mir nicht sicher, ob es eine 2 oder eine 3 war. Ohne Witz. Eigentlich war. Ich wusste, dass du schon nicht schlecht warst. Also nicht so schlecht wie du. Ja, nicht so schlecht wie du. Okay, ich krieg beide Punkte, das Schild. Danke. Kleiner Scherz. Es steht jetzt 7 zu 6. 7 zu 6. Hab ich schon mal von Alkohol kotzen müssen? Ja, aber nicht mit mir reden dann. Obwohl. Doch, bestimmt. Das ist nicht gemein, das ist echt gemein, kann, dass du das von mir denkst. Also, was ist euer Ergebnis? Also, ich hab gesagt, ja. Nein, noch nie. Katrin, was denkst du bloß von mir? Und jetzt steht's 8 zu 6. Ich hab echt noch nicht spucken müssen. Aber ich war schon betrunken. Ja, okay, bei mir auch nicht, aber. Wie hieß mein Klassenlehrer in der 5. und 6. Klasse? Ah, ich weiß es. Das war nämlich auch meine. Sag doch nicht zu viel, sonst weiß der Dennis noch was. Nee, er weiß das nicht. Punkt 5. 5. und 6. Klasse kann nämlich Dennis noch nicht. Echt nicht? Mhm. Oh, die Realschulzeit. Ich hab's so erweischt. Du hast es bald danach. Du hast abgeguckt. Du hast abgeguckt. Oha. Ja, okay. Also es war Herr Drescher. Ja, es stimmt. Und danach war es der Herr Voller. Ja, Petsch und Herr Voller auch wusst. Ja, ich glaube. 9 zu 7. aber ich habe auch einen Punkt, gell? Ah, ja? Ach, schnell vergessen. Den habe ich nicht vergessen. Wie oft bin ich als Jugendliche zu Hause abgehauen? Von zu Hause abgehauen. Ja. Was heißt, also auch wenn du noch zu Hause warst? Ja, man dachte, ich wäre abgehauen. Also. Oh, Dennis ist gut. Was sagst du? 3-mal. Ich sag 2-mal. Einmal in der Wald und einmal auf der Dachbude. Ja, ja bestimmt so schon mal, weil ich musste dich sonst schon mal suchen. Also tut mir leid, aber es steht 10 zu 7. Das war 2-mal. 10 zu 7 schon. Ja, oh mein Gott. Nee, es war wirklich nur die 2-mal. Einmal im Wald, wo Mama und du mir entgegengelaufen gekommen seid. Und einmal bin ich auf der Dachbude. Hab ich mich versteckt. So, meine Lieben, das war jetzt auch schon mein Video mit den 2. Leider kennt mich Katrin nicht so gut wie Dennis. Stimmt, obwohl sie meine nicht. Schwester ist, meine Herz allerliebste Schwester. Also muss ja dazu sagen, dass viele Fragen dabei waren, wo ich gar nicht richtig beantworten konnte und wo Dennis den Vorteil hatte. Also ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich bei einer Antwort geschummelt habe. Bei welcher? Ah! No! Manu! Bei welcher? Aua. Hallo! Das ging mal schon. Das Herr Drescher. Bleibt mein Geheimnis. Herr Drescher. Das bleibt mein Geheimnis. Herr Drescher. Das bleibt mein Geheimnis. Du! Im Endeffekt steht es 10 zu 8 für mich. Ich habe gewonnen. Ich bin. The King. So, vielen Dank bei euch zwei fürs Mitmachen. Bei euch zwei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann halt nicht. Und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Natürlich. Und wenn ihr mehr von Videos von uns zwei sehen wollt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und 4. Und 4. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.